Hallo alle zusammen und schön, dass ihr dabei seid zu einem weiteren Teil von Let's Play F1 2010 mit Force India. Ja, gut, es ist, ihr hört sich vielleicht meine Stimme, ich bin leicht erkältet. Ja, es ist was Blödes passiert und zwar hat sich der Spielstand gelöscht vom Spiel und ich muss nochmal alles von vorne machen. Gut, habe ich mir gesagt, okay, mache ich. Ich habe jetzt alles von vorne gemacht nochmal. Hab exakt genauso viele Punkte wie im letzten, also wie in den letzten beiden Folgen geholt, also auch wieder 43 Punkte. Hab mir die Position extra geholt. Allerdings sieht das mit der Konkurrenz ein bisschen anders aus. Ist ein bisschen härter, ein bisschen straffer ab und zu mal. Naja. Fangen wir mal an. Und es ist ja auch schon eine Weile her, seitdem ich hier wieder gefahren bin. Also, schon wirklich ewig her. Wie sieht's eigentlich mit dem Wetter aus? Ach, alles okay, super. Jungs, passen wir die Flügel an. Machen wir die Bremsen ein bisschen härter. So. Ja, das Getriebe kann man lassen. So, 1, 2, 3. 1, 2. Und Spurtreue noch mal ein bisschen. Das hatte ich den Wagen, glaube ich, eingestellt, glaube ich, letztes Mal. Wollen wir auf die Strecke raus? Vom Wagenheber und starte den Motor. Wir schicken das Auto auf die Strecke. Geben wir mal unser Bestes noch, Q2 zu erreichen. Ich bin, wie gesagt, wirklich lange nicht mehr gefahren, deswegen... Erwartet jetzt nicht zu viel von mir. Nicht, dass ihr jetzt denkt, ich werde auf Anhieb auf Pole fahren. Nee, nee, ich werde erstmal viel einfahren müssen. Ich vermute mal einen Platz im Mittelfeld, ist locker drin. Aber mal gucken. Es war zu spät. Hey, bin ich blöd? Naja, erstmal einfahren. Ist halt wieder mal ein ganz anderes Fahren, F1 zu spielen. Mir. Ich nehme mal an, ich werde mich schnell wieder einfahren im Rennen. Das ist wichtig, denn ich bin immer noch auf Platz 1 in der WM-Tabelle, aber wer weiß, wie es hier nach dem Rennen aussieht. Ich hoffe mal, dass ich Q2 erreiche. Schön rum und wieder Gas geben. Also an sich fährt der Wagen sich wieder top. Kann ich mich nicht beklagen. Ja, verbremst, ganz toll. Mal gucken, ich habe jetzt zwei Runden, mich hier in der Zeit zu fahren. Oh, die 1,38 sollte ich knacken können. Schon wieder verbremst. Aber besser. Ach, so sieht's ganz gut aus, ist okay. Das könnte schon ausreichen. Hoffen wir es mal. Auch wenn ich langsamer als Trulli. Nee, doch nicht so viel. Ich wundere mich hier schon. Ich wundere mich hier schon, weil eigentlich fand ich die Runde ganz. Also bis jetzt okay. Verbremst. Oh, sieht doch noch ganz okay aus. 37, ja. Spitze. Nee, noch nicht mehr. 31. Im Moment hast du Startplatz 1.
Schon wieder verbremst, ey. Vielleicht kann ich mir meine eigene Zeit hier nochmal unterbieten. Naja, ein Zehntel. Ey, das gibt's doch nicht. Ich würde sagen, wir gehen in die Box und fahren nochmal raus. So. Okay, denn ich bin noch ziemlich weit hinter den Zeiten, die ich eigentlich landen möchte. Komm in den nächsten zwei Runden rein. Also kann es doch echt nicht sein, ey. So schlecht bin ich ja nicht. Und nur weil ich jetzt mal nicht geübt habe, möchte ich nicht gleich ausfallen. Wir haben ja noch einen Versuch, von daher. Ab rein hier. Ach, mein Teamkollege möchte auch noch rein. Deine Position ist gut, genau da, wo wir dich erwartet haben. So, setz mich hoch. So. Okay, ab 18 sieht schlecht aus. Ich könnte mich auch notfalls aber nochmal mit weichen Reifen starten. Aber es sieht so eigentlich ganz gut aus bis jetzt. Im ersten Sektor bin ich noch ziemlich schnell. Langsam meine ich. Noch 5 Minuten. Das sieht gut aus. 4 Zehntel bis zum 18. Platz. Habe ich Luft. Habe ich nochmal Glück gehabt. Gute Arbeit, du bist für die nächste Session qualifiziert. So, Q2 locker drinne. Platz war, also Zielposition war, glaube ich, jetzt Platz 6, die ich erreichen muss. Ja, werde 6 oder besser. Wie viele Reifen habe ich? Ich habe 2 Weiche. Ich würde sagen, ab auf die Strecke. Starte den Motor und dann raus mit dem Auto. Puh. Wollen wir mal was reißen? Jetzt muss eine 37 locker drin sein. Jetzt so die Überlegung, mit was für einen Reifen starte ich denn Q3. Ich kann mir auch gut vorstellen, noch Fahrtenreifen zu starten. Kann ich mir eigentlich ziemlich gut sogar vorstellen. Wow, wow, wow. So. Fühlt sich gleich viel besser an. So. Muss ich den letzten Sektor durch? Dann reißen wir jetzt mal in der Runde was. Schließlich muss Q3 drin sein.
So, und ab auf Attacke. Jetzt hier schön rum. Ah, scheiße. Mist. Mist, Mist, Mist. Gedreht. Nein. Da wollte ich mal zu viel. Wird mal gleich für bestraft. Schade, schade. Hier schön rum. Und hier schön hoch. Ah, es hätte so eine schöne Runde werden können. Vor allem, weil der Anfang so geil war. Naja. Guck mal, wo wir landen können. So. Ja, die Runde war nicht dolle. Fantastisch. Im Moment oh, noch, ja. Hoffentlich bleibst du da auch. Hat so derjenige, der als erster rausfällt, an sich, mein Freund. Sieht schon besser aus. Oh, jetzt fängt es an zu ringen. Habe ich das Gefühl. Mal schnell von profitieren. Ah, sieht gut aus. Super. Adrian ist auf Platz 3. Du hast fast kein Benzin mehr. Fast kein Benzin mehr. Komm in den nächsten 2 Runden an die Box. Nur 14 dahinter, das ist okay. Aber gut aus. Noch schnell, bevor es zu spät ist. So, und die letzte Krone mal ganz sicher nehmen. Ja, die war gut. Platz 2. Im Moment bist du Zweiter. Die Runde sollte ausreichen, um ins Q2 zu kommen. Ich glaube, es fängt jetzt langsam an, ein bisschen zu spritzen, oder? Nee, noch nicht. Vielleicht macht es ja noch bald. Ah, da war gerade was. Ja, wenn ich ein bisschen doller einlenke. Doch, neben der Ideallinie. Super, davon kann ich jetzt natürlich profitieren. Super. Es fängt jetzt langsam an zu sprühen. Soll ich aber nicht stören. Kann ruhig weitermachen, das behindert ja nur die Leute hinter mir im Grunde. So.
Super. Abrin hier, das sollte auch reichen für gut 3. Na, jetzt erstmal zurücklehnen. Du legst deutlich besser, als wir berechnet. Ich glaube, ich fahre doch mit den soften Reifen los im Rennen, damit ich das Ziel erfülle. So. Sieht aber gut aus, also die fahren die Zeiten nicht mehr. Dir bleiben noch 5 Minuten in dieser Session. Das reicht gerade noch für 2, maximal 3. Oh, Regen war angesagt sogar. Hier siehst du die Wettervorhersage für 3 Tage. Die Prognosen sind nicht immer zuverlässig, aber du kannst damit ganz gut abschätzen, was dich erwartet. Glück gehabt, ey. Normalerweise. Wirklich nochmal Glück gehabt, ey. Gut so, du hast es in Q3 geschafft. Haben wir jetzt noch geschafft? So viel nicht. Schade für ihn. Ich würde sagen, wir setzen mal fort. Und wir fahren gleich auf den weichen Reifen raus. Lass den Wagen vom Wagenheber und starte den Motor. Vielleicht kommen wir als Erste raus in Q3. Profitieren wir ein bisschen von. Ach, ey. Kannst du wohl nicht geben. Jetzt will ich schon mal als Erstes raus und kann wieder nicht. Na toll. Können wieder alle vor mir raus, na super. Außer ein Fahrer. Hat eine Box nur noch. What the fuck? Wirklich? Ein Ketterheim-Auto? Ein Ketterheim in Q3? Ui. Ich hätte nicht gedacht. So. Schnappbremsen. Beschränkte Platz zum Vordermann lassen. Nicht, dass er mich in meiner Runde stört. Och, Petrov, ey. Was war das für eine Aktion? Hättest du gerade eben vorbeifahren können. Mensch. Okay, sollen wir nur zugutekommen? Sein Freund für kaputtes. Wir haben im Grunde noch Zeit. So. Ja, ich glaube, da wird jetzt auch in die Box reingehen. Der kann so nicht weiterfahren. Da hat er in der Doppelkurve schon verkackt. So, jetzt mal eine Runde vorher auf Attacke. Und die soll es dann auch gewesen sein. So. Aha, Mist. War ein bisschen verbremst. Ich glaube, ich fahre 2 Runden. Die Runde sollte ausreichen, um sich relativ gut zu platzieren. So, schön auf Attacke fahren. Thank you.
Ach, kein Wunder, ich hab den Flügel nach unten gehabt. Wo ist ich sowieso? Ich hab mich gerade gewundert, warum sie untersteuert. Ja, okay, jetzt muss ich ja noch machen. Es sollte für eine relativ gute Runde ausreichen. Du hast dich auf den dritten Platz geschoben. So, hier schön rum. So, Frontflügel runter. Ach, das ist doch. Warum hat sich. Hallo? Oh, jetzt hab ich auch keinen Bock mehr. Nee, jetzt bin ich stur. Jetzt hab ich keinen Bock mehr. Jetzt hat er gerade nicht mal angenommen, dass ich da eigentlich meinen Flügel wieder hochstellen wollte. Bist mir jetzt auch ja an dem Platz. Du bist auf Platz 4 abgerutscht. Ich bin relativ gut dran, kann meinen Platz wahrscheinlich halten. Super. Im Moment liegen wir exakt im grünen Bereich. Super, dann müssen wir unser Ziel nur noch im Rennen erreichen. Du startest morgen aus der dritten Reihe. Platz 5. Gut gemacht. Mal gucken, ob sie ein Interview suchen draußen. Vielleicht, kann ja sein. Gucken wir mal. Dann können wir das Rennen gleich hinten anschließen. Nee, die wollen nichts von mir. Super. Hier kann man leben. Dann wollen wir mal euch verabschieden. Du stehst genau da, wo das Team dich. Ach, das ist doch super. Ich würde sagen, an der Stelle verabschiede ich mich schon wieder von euch. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder zum großen Preis von Kuala Lumpur. Ciao, bis zum nächsten Mal.